So Leute, willkommen zurück zu Elements Destiny Origins. Ja, geht's weiter, ja. Genau. Was ist das hier überhaupt? Der Gedanke mag widerlich sein, aber vielleicht können wir uns hier kurz ausruhen. Oh. Das ist natürlich praktisch. Ja, dann mach's doch. Nein! Okay. Puh. Der Bildschirm hat sich gerade verzogen. Das hat ihm gerade irgendwie ziemlich lange gedauert. Egal, probieren wir mal mit ihr zu reden. Prinzessin, seid ihr in Ordnung? Schlief. Ist das die Bestrafung dafür, dass ich euch nicht geglaubt habe? Hört zu, wir... Bäh, ich glaub euch nicht. Hört ihr, ich glaub euch nicht. Ich bin doch selber schuld, dass ich vor der Wahrheit davonlaufen wollte. Das habe ich nun davon. Schluchz. Bitte auch zu weinen. Aber warum ausgerechnet ich? Warum muss ausgerechnet ich die Welt retten? Schluchz. Ich bin doch bloß eine kleine, hilflose Prinzessin. Warum bloß? Warum das alles? Man sieht sicher, was dabei rausgekommen ist. Ein riesiger Drache hat uns verschluckt. Ich hatte doch so viel vor. Ich mag gutes Essen und wollte noch so viel verreisen. Ich dachte erst, da steht verspeisen. Verreisen, ja, okay. Und nun werde ich hier sterben. Wir werden sterben. Wir werden alle sterben. Oh mein Gott, wir werden alle sterben. Ich bin doch keine Heldin. Ich bin doch keine Heldin. Okay, jetzt gibt's erstmal gleich einen Vortrag. Hör mal, Prinzesschen. Du bist... Scheiße, du bist eine kleine Heulsuse. Was? Na warte, ich zeig dir gleich, wer heult. Seid Schwachsinn. Immer hat sie sie auf andere Gedanken gebracht. Hast du eine Idee, wie wir nun weiter vorgehen sollen, Lila? Eine sehr gute Frage. Ich frage mich schon die ganze Zeit, was mit dem Steve passiert ist. Ich bin mir nicht sicher, dass er das war, den wir eben noch gegenüberstanden. Das denke ich auch, aber es ist ja offensichtlich, dass mit ihm irgendwas nicht stimmt. Ich guck dir gerade noch zu, wie sie im Kreis laufen. Yay. Ich glaube, er wird kontrolliert. Irgendjemand beeinflusst ihn und sein Handeln. So als sei er besessen. Ja, ich denke, damit könntest du sogar recht haben. Wenn man denkt, was er eben sagte, kurz bevor der Kampf begann. Ich wusste doch, dass ich den richtigen Wirt ausgewählt habe. Wieso soll der sowas sagen? Auch wenn man seine Stimme in Betracht zieht, ich bin mir absolut sicher, dass er jetzt von irgendetwas kontrolliert wird. Bounce. Dir ist aber schon aufgefallen, dass ich... oh, meine Fresse. Moment. Ja, meine Stimme war gerade irgendwie am Sack. Ich musste mal kurz pausieren. Dir ist aber schon aufgefallen, dass er sich vor unseren Augen in einen überdimensionalen Drachen verwandelt hat, oder? Das wird wohl auch irgendwie damit zusammenhängen. Hast du auch eine Idee, was wir tun können? Ich möchte hier nicht unbedingt länger als nötig aufhalten, ihr versteht. Tja. Wir können natürlich versuchen, den Übeltäter zu finden. Du meinst also ernsthaft, wir sollen uns durch den Körper eines Monsters kämpfen? Mir gefällt das Ganze ja auch nicht. Das wird mit Sicherheit nicht ungefährlich, aber deswegen überlegen wir ja auch unser weiteres Vorgehen. Einfach mal angenommen, der Übeltäter befindet sich wirklich irgendwo hier in seinem Körper. Wo sollen wir dann suchen? Im Hirn. Wahrscheinlich. Also, zwischen den Beinen. In seinem Kopf? Wieso ist er ausgerechnet da? Na, überleg doch mal. Das Zentrum des Bewusstseins liegt im Gehirn. Fehler. Nein, also im Kopf. Von dort aus wird also alles gesteuert. Also, das wäre für mich das Logischste. Ich verstehe kein Wort von dem, was du sagst, aber es wird sicher was dran sein. Wenn Lia das sagt, dann vertraue ich ihr. Ihr Wissen hat uns in der Vergangenheit schon öfter das Leben gerettet. Öfter mit Doppel-T. Schön. Ach, geht gleich weiter. Na gut. Viele Möglichkeiten bleiben uns eh nicht. Versuchen wir uns nun einen Weg in sein Gehirn zu finden. Das klingt so widerlich. Wieso ihr Wissen? Einmal ganz kurz, ja? Also sie weiß, dass das Gehirn im Kopf ist. Wow, sie hat ein so großes Wissen. Eine angenehme Reise können wir uns hier unten wohl kaum erwarten. Wir sollten nun noch mehr Zeit vertrödeln. Wer weiß, was mit uns passiert, wenn wir zu lange hier bleiben. Eine Frage nur. Falls wir wirklich einen Weg finden sollten und wir diesen Weg auch noch groß schreiben würden, die Ursache zu beseitigen, wo sollten wir dann bitte wieder rauskommen? Aus dem Mund. Und was glaubst du wohl? Das will ich aber nicht. Wir werden ausgeschissen. Darüber können wir uns noch Gedanken machen, wenn es soweit ist. Lass uns nur versuchen, die Ursache zu finden.
seufzt. Es kann nur ein Traum sein. Ein böser, böser Traum. Rika, die Geistliche, gehört nun zum Team. So. Wollen wir mal gucken, ob sie jetzt wirklich ganz zum Team gehört. Ja, jetzt darf ich es auch ausrüsten, die ekelhafte Potsaudi. So. Steves Magen. Ich bin Steve Magen. Okay, ich habe mehrere Möglichkeiten, oder? Ich kann nach rechts gehen. Ich kann nach oben gehen. Wahrscheinlich die Speiseröhre entlang. Und da unten links rein. Ah, gut, gucken wir erstmal, was hier oben ist. Mal zum Maul laufen. Moment, das ist aber der Kopf. Da geht es in Richtung Kopf, oder? Egal, wir gehen doch trotzdem mal hier lang. Wird bestimmt irgendwie uns was den Weg versperren. Was ist das denn hier so? Zack. Was ist das? Ja. Was frisst du für den Scheiß? Und wieso hast du Steine hier bei dir drin? Ah, hier sind keine Steine. Hm. Ist ja echt, nice hier. Kann ich da irgendwie rauf? Ja, da kann ich rauf. Passiert doch nichts. Kann ich durch? Nö. 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 So. Hier ist auch was vor. Was hat der denn hier für eine komischen Zysten, ey? Ist ja schlimm. Meine Fresse. Armer Kerl hier. Hm. Das sieht so Drache also von innen aus. Auch mal was anderes mal. Drachen von innen bekämpfen. Oh, und Fred. Wunderbar. Wunderbar. Und was haben wir hier für Gegner? Mutationspilz. Okay. Probieren wir es mal mit Flammendetonation. Erde. Mhm. Donner. Und du hast noch nichts. Heilquelle. Fällt viele KP eines Charakters. Genesung. Halt alle negativen Statusveränderungen eines Charakters. Und Barriere, auch schön. Aber wir haben wenigstens eine Heilerin, das ist schon mal praktisch. So, hat das jetzt was abgezogen vorher, oder weil das so... Oh nee, gar nicht. Also eigentlich ist alles scheiße hier. Ja, nee, lassen wir. Haben wir sonst Techniken? Stumpfheil. Naja, Bestie hat richtig großen Schaden gegenüber Bestien. Gut, das ist keine Bestie eigentlich. Macht aber trotzdem gut Schaden. Segenschnitt... Untoten und Dämonen ist er auch nicht. Reptil und Wasserbestien ist er eigentlich auch nicht. Naja. Du kannst mal hier gerade Genesung heilen. Stumpfheil. Und Segenschnitt. Komm. Und einmal hier aufs Maul. Na? Ach, schlag einfach zu. Kritischer Treffer. Wow, nochmal. Vergiftet. Naja. Gut, das machen wir auch mit Rika, Genesung, wie war das jetzt hier genau? Dann machen wir mal kleine Heilung, ah, nicht nötig. Und 370 Euro haben wir, naja gut, Zenny, Mark. Nanu, ich bin gar nicht allein hier drin, wie bist du überhaupt hierher gekommen? Ich war auf dem Weg nach Crestor, als mich diese Bestie zu Testzwecken verspeiste, so sagte sie jedenfalls. Naja, was auch immer, ich habe euch dennoch einiges anzubieten. Ja, hat er. Tatsächlich. Was haben wir denn nicht mehr so richtig? Heiltränke. Lebenswasser. Können wir uns noch 5 leisten davon hier? Ja, wäre gut. Dann haben wir erstmal 220. Das wäre schon mal nicht schlecht. Kunden gibt es überall. Na gut. Na gut, doch geht's uns ganz gut. Wir können mal weiter gucken hier. Meine Fresse, was ist mit meiner Stimme gerade los? So. Noch mehr Gegner. Und das ist... Virenskorpion. Ja, der will uns bestimmt auch vergiften. Reptilien? Nee. Na, egal. Ja, Barriere lohnt sich nicht für so eine Kleinkämpfe. Aus Maul da. Technik Erde. Technik Donner. Technik Feuer. Nix. Okay, gut. Kritischer Treffer. Genau, hau doch der alten Schlampe auf ihr Maul. Dann kriegst du einen Stummfall. Was? Heilung? Auf wen habe ich jetzt geheilt? Auf sich selber. Gut, sehr gut. Wollte ich auch. Nein. Mach so was hier. Einfach was Schaden macht. Bounce. Auch so was Schaden. So, Rika. Dann heil doch mal die liebe Marlene. Hier brauchst du nicht gerade. Jetzt nämlich gerade nötig. Was? Schwer vergiftet? Schwer vergiftet? Das ja, das klingt ja richtig böse. Schwer vergiftet. Aha, muss man aber danach nicht heilen. Habe ich das richtig gelesen, oder?
Schwer vergiftet. Mhm. Naja. Gut, gehen wir mal weiter. Wo geht's hier lang? Bin ich jetzt lang gegangen? Eigentlich vom Magen nach rechts? Gehen wir zum Arm oder was? Wieso geht's hier nach oben? Okay, nach links und nach oben kann ich besonders schnell gehen. Nach rechts geht's ganz langsam. Jetzt geht's genau andersrum. Yeah. 1000 Zenny erhalten. Oh, meine Stimme verkackt gerade. Ich muss mal kurz Pause machen. Und sie trägt deinen Namen. Hä? Meine Stimme trägt deinen Namen? Wieso kann ich nichts machen? So. Ja, eigentlich will ich ja schon gegen dich kämpfen. So, gut, ich habe gerade ein Lebenswasser verplempert. Was mir aufgefallen ist, ist, die MP von der Dame halten recht gut lange. Finde ich gut. Ehrlich gesagt. Und, ich werde jetzt allerdings trotzdem nochmal zurück zum Schlafgemach gehen. Grund, wow, ich kriege hier übelst viel Geld. Ich kann mir dann jetzt erstmal auch noch ein bisschen Lebenswasser holen, weil ich die brauchen werde. Und ja, genau, und außerdem sind meine MP ziemlich leer. Bis gleich. So, liebe Freunde, ich bin wieder hier oben. So, den Kampf würde ich jetzt auslassen, wenn ich ihn mitgehen kann. Ja, kann ich, gut. Man weiß hier halt nie, wann man gerade in welche Richtung schnell laufen kann, wann nicht, ne? Oh, guck mal, einer an, was ist das denn? Oh! Oh! Okay, was ist das? Das ist der Keim. Den werden wir natürlich im Keim ersticken. Ha, ha. Oh, ich habe jetzt Bebenhieb. Geil. Zeigen wir gleich mal. Bam, bam, bam. 907. Okay. Flammendetonation. Bringt irgendwas was? Null. Super. Heilung brauchen wir gerade nicht. Aber da es halbwegs ein Endbosskampf ist, machen wir mal Barriere auf Marlene natürlich, weil die immer am schnellsten verreckt. Er sieht aber noch keinen Donnerscheiß. Bam. Oh, gut. Wie viel Schaden hat das jetzt gemacht? Nicht viel, ne? Oh, Stummfall. Dann du. Ja, super geil. Viel besser. Greifenklaue. Dann Technik. Genesung. Wo bin ich denn? Ja. Bitte. Dann Segenschnitt. Zack. Technik. Stummfall wieder. Immer schön aufrechterhalten, das stumme Scheiß hier. Greifenklaue. Ja. So. Gut, gut, dass das jetzt gerade kam. Dann heilen wir nämlich gleich Erika. Segenschnitt wieder, das macht einfach gut Schaden. Stummfall wieder. Ja, oh, okay. 250, aber das war jetzt nicht so viel, also das war schon okay. Ich denke mal, wir müssen diese Keime halt irgendwie zerstören. Gehe ich mal ganz stark von aus. Okay, das geht oben raus und es geht unten raus. Schön. Ah, hier ist eine Schatztruhe, das ist gut. Gucken wir mal, was hier drin ist. Zwei mehr Elixier. Okay, ich würde sagen, wir gucken uns mal den Kampf an. Okay, sehr gut. Dann bin ich auch eigentlich wunderbar gegangen jetzt gerade. Was ich übrigens an diesem Dungeon sehr gut finde, ist, dass die Kämpfe relativ gut zu meistern sind. Jetzt mit Rika auch gerade wesentlich einfacher ist zu heilen. Und, ja, ich hier tatsächlich richtig viele Erfahrungspunkte mache. So, den Keim nehme ich trotzdem auf, weil das ist ein Story-Gegner. Ne? Und weiß ja nicht, wenn der mal irgendwie... Bisher hatte ich ihn ja immer schön in einen stummen Modus. Falls der jetzt mal irgendwelchen Abfuck macht, dann sollt ihr es natürlich mitbekommen. Sowas zum Beispiel. Meine Fresse! Oh shit. Da ist schon wieder einer wieder normal. Ja, sehr geil. Ne, jetzt wird es nämlich ein bisschen anders. Siehst du, siehst du. Ja, ja. Gut. Technik, Segenschnitt. Wir probieren einen Stummfall.